Hallöchen, ihr Lieben. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Teil. Ich denke, bevor ich dann auf mein Spiel hier zurückkomme, muss ich ein paar Dinge erklären. Und für den einen oder anderen, der mir aus der, ja, ich sag mal, in Anführungsstrichen Vergangenheit folgt, ist das vielleicht auch nochmal so ein kleines Ding, um halt zu wissen, warum ich gewisse Entscheidungen getroffen habe und so weiter und so fort. Okay, ich bin nicht ganz sicher, wo ich anfangen soll, wie ich das erklären soll, aber im Großen und Ganzen, ganz simpel erstmal vorab, ich habe den Clan gewechselt. Das war kein Riesenwechsel von einem großen Clan zum nächsten großen Clan, sondern ein ja, eher interner Wechsel. Wir haben einen Farmclan bei uns gehabt und geführt von dem anderen Clanchef von Imperium und bevor irgendwelche Fragen aufkommen, ich stehe immer noch hinter diesem Clan, egal was jetzt gesagt wird, egal wie das Ganze jetzt erscheinen mag, ich stehe immer noch hinter dem Clan, ich stehe hinter jedem Einzelnen, der dort ist. Ich habe da nichts, wo ich jetzt im Nachhinein sagen würde, das würde euch eventuell davon abhalten, dort mitzumachen, ein Teil dieses ja, ganzen Gerüsts zu werden. Und ich hoffe, das wirkt im Laufe des ja, Videos jetzt nicht irgendwie anders, denn das, was ich dazu zu sagen habe, ist natürlich ja, mehr basierend auf meinem Empfinden, auf eben bestimmte Strukturen, beziehungsweise eher auf den menschlichen Part gerichtet und hat nichts mit dem Clan an sich zu tun. Der Clan wird super gut geführt. Es sind extrem gute Leute dort, die euch immer weiterhelfen werden. Ich finde die alle toll, auch wenn ich davon ausgehe, dass die mich eigentlich gar nicht leiden können. Also zumindest kam es mir dann zum Ende hin extrem so vor. Aber das ist ein anderes Thema und mich stört so etwas nicht so sehr. Es geht immer noch um ein Spiel. Ich weiß, dass ich... ich weiß das, dass ich schon einen recht guten Part dazu beigetragen habe, diesen Clan, zu dem wir ja damals auch hinzugekommen sind, schon an einen gewissen Part zu führen, sei es jetzt durch die Spenden. Ich meine, wenn man sich das mal angeschaut hat, das sieht man jetzt nicht mehr. Ich kann es euch auch jetzt nicht mehr zeigen. Es gibt ja diese Statistik beim Spenden. Jetzt kann ich noch nicht spenden, ich bin noch nicht so lange hier, ab 2 Uhr geht das und dann natürlich werde ich das auch hier wieder tun. Allerdings nicht so immens wie vorher, denn ja, erkläre ich gleich alles eins nach dem anderen. Auf jeden Fall gibt es dann halt diesen Part, wo man halt das Spendenranking sehen kann und die Geschichte. Und dort habe ich mich dann tatsächlich in einem anderen Clan innerhalb von, ja, ich weiß nicht, wie lange war ich jetzt da, 3 Wochen? Ich müsste nachschauen, 3 Wochen, 4 Wochen oder so, bis auf den ersten Platz gekämpft gehabt, mit dem Ziel eben andere zu motivieren und das hat wunderbar funktioniert. Gerade in den letzten 1,5 bis 2 Wochen haben einzelne Leute einen echten Push gemacht, was das Spenden angeht, haben den Clan dadurch natürlich auf ein ganz anderes Level gebracht, die interne Struktur auf ein ganz anderes Level gebracht, denn wenn man dann online gekommen ist, gab es 100, 150 Geschenke einfach mal eben so für jeden Einzelnen, der dort anwesend ist, ob er jetzt mitgemacht hat oder nicht. Aber insgesamt gesehen glaube ich doch, dass das schon irgendwo was gebracht hat, wenn man sich da immens in eine Sache so ein bisschen reinbringt und andere sehen, dass es Vorteile bringt. Wenn man das auch tut, dann entwickelt man ja auch ein ganz anderes Verhältnis zu dem Ganzen und gibt sich mehr Mühe und es ist dann wie so ein Miniaturwettkampf intern, dass man sagt, nee, heute will ich der Erste sein, in dieser Woche möchte ich auf dem ersten Spendenplatz sein. Gibt ja auch dementsprechend Belohnungen dafür. Ich glaube, ich habe das Ganze ein bisschen voranpushen können und das finde ich schon alleine toll, dass das funktioniert hat. Nichtsdestotrotz bin ich an den Punkt gekommen, vor einer kleinen Weile schon, wo ich halt, wie gesagt, und das habe ich eben schon angesprochen, gemerkt habe, dass ich selbst als Mensch nicht in diese Gruppe selbst hineinpasse, was nicht negativ für diese Gruppe ist, denn man muss das ja auch aus einem ganz anderen Winkel sehen, Blickwinkel sehen. Und du hast dann da, ich sag jetzt mal, eine Handvoll Leute, 6 bis vielleicht auch 10, die
miteinander kommunizieren, zu dem Zeitpunkt ich mit eingeschlossen. Und jeder ist irgendwo anders. So, und im Endeffekt gab es nur ein, zwei Leute oder so, die verstanden haben, wenn ich etwas gesagt habe, die nicht alles hinterfragt haben, was ich gesagt habe, wo ich nicht erklären musste, wo eben nichts in meine Worte hineininterpretiert wurde oder irgendwie schlimm ausgelegt wurde und die Sachen einfach so hingenommen haben, wie sie da standen. Und das ist dann halt auch immer ein bisschen schwierig für mich, wenn man dann etwas sagt oder versucht zu erklären und dann dort immer Dinge hineininterpretiert werden, die ja tatsächlich gar nicht so sind und auf die man auch selber gar nicht gekommen wäre. Aber ja, ich denke, dass auch das ist eine ganz normale Sache, weil es ja halt um geschriebene Worte geht und die lassen eben teilweise viel Spielraum. Wir kennen das mit der Religion. Es gibt so viel Auslegung der Bibel, des Korans, der Tora und so weiter und so fort. Da könnte man selber auch noch mal ein ganzes Buch drüber schreiben oder mehrere. Deswegen, ich nehme das auch überhaupt keinem übel. Wir sind alle erwachsene Menschen und ich denke, wenn man so ein bisschen in der Lage ist, sich in andere Menschen hineinzuversetzen und dann wirklich auch liest, was diese Menschen oder wie diese Menschen auf einen reagieren, dann glaube ich, kann man auch verstehen, warum diese Menschen so auf einen reagieren. Und ich denke, in deren Augen waren viele Dinge überzogen, die ich gepostet habe, gemacht habe, zum Beispiel humorbedingt, obwohl ich schon nicht alles rausgelassen habe, denn so vom Prinzip her bin ich ein Mensch mit einem sehr, 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 sehr schwarzen Humor. Ich bin ein sehr ironischer Mensch, was aber eben auch daran liegt, dass ich es einfach lustig finde, also wenn andere Menschen miteinander kommunizieren und wenn man eben diese Lücke findet in Texten, also dieses Ding, du hast ja immer zwei Möglichkeiten, einen Text aufzufassen oder eigentlich drei. Die eine ist, du interpretierst so viel in einen Text hinein, dass der andere extrem negativ dasteht. Die zweite ist, du nimmst das alles, wie es da steht, interpretierst überhaupt nichts da rein, und arbeitest quasi mit dem, was du da vorliegen hast, ohne dass du da irgendwie denkst, oh, was hat er damit gemeint oder so, sondern wirklich stur diesen Text, diese Worte, die dort stehen, ist eigentlich das, was man tun sollte. Und die dritte Möglichkeit ist halt immer etwas Positives hinein zu interpretieren. Passiert in den seltensten Fällen, weil der Mensch an sich, je älter er wird, auch misstrauischer wird durch Erfahrungswert und so weiter. Also auch das ist völlig in Ordnung und kann ich total gut nachvollziehen. Ich denke mir, wie gesagt, wenn man an einem gewissen Punkt in seinem Leben angekommen ist, eine gewisse Reife besitzt, dann kann man solche Dinge eben genauso gut verstehen wie alle anderen Sachen eigentlich, die auf einer menschlichen Natur basieren. Es ist also alles fein und ich bin überhaupt niemandem böse. Überhaupt nicht. Wie gesagt, ich für meinen Teil mag die Leute immer noch alle super gut leiden. Und meine Entscheidung hat dahingehend auch nichts damit zu tun, dass ich sage, okay, ich will Leute nicht mehr sehen, ich kann das gar nicht mehr. Ist mir zu blöd oder so. Zwischendurch war man schon an so einem Punkt bei gewissen Spielern, die dann halt auch immer so ein bisschen auf Angriff gegangen sind, egal was man gesagt hat. Aber so im Großen und Ganzen bin ich auch den Leuten nicht böse, weil ich glaube, dass nicht jeder zu jedem, also zum gleichen Zeitpunkt an den gleichen Stadien angekommen ist wie man selber. Ne, jeder Mensch hat andere Erfahrungen in seinem Leben gemacht, andere Bekanntschaften und von dem her, glaube ich, wächst auch jeder Mensch in sich anders und alles ist fein. Ne? Also ich, wie gesagt, kann da immer noch kein böses Wort drüber verlieren und kann immer noch allen empfehlen, wie ich da schon sagte, geht in diesen Clan zu Imperium und also wenn ihr aktiv seid natürlich, denn es wäre schon wünschenswert, dass wenn man eine Lücke hinterlässt, die dann vielleicht auch möglichst gut gefüllt wird und nicht mit Leuten, die dann sagen, ja komm, ach, ich habe dort gerade mal draufgeladen und wollte einfach mal eine Woche gucken und ja, keine Ahnung, eigentlich habe ich da keinen Bock drauf. Ne? Also wer sich dafür entschließt, einen sehr großen Clan zu betreten, der sollte dementsprechend auch schon für sich selber sagen, ja, nun, ich muss da schon ein bisschen nachlegen. Ich will ja schon irgendwo auf diese Stufe kommen, auf der andere schon sind. Es gibt dort so viele Hilfemöglichkeiten und die haben ja auch den Discord. Da ziehe ich mich natürlich jetzt komplett zurück. Ich habe den auch erstmal ausgemacht. Ich werde den auch in den nächsten Tagen erstmal nicht anmachen. Für mich ist dieses, ja, wie soll man das sagen, dieses Kapitel intern jetzt erstmal abgeschlossen.
Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe ja den Clan gewechselt. Was ich ganz süß fand und vielen Dank dafür. Der alte Clanführer hat mich dann zur Anführerin seines Farmclans gemacht. Das ist für mich jetzt allerdings nicht der Part, wo ich sage, okay, hey, ich baue da drauf auf, ich mache da jetzt was draus. Vielleicht kommt dieser Moment noch, wo ich sage, weißt du was, ich habe gerade Urlaub oder sonst irgendwas. Wäre das okay für dich? Denn auch wenn ich hier jetzt natürlich zur Clanführerin gemacht wurde, ist das für mich nicht der Punkt, wo ich sage, okay, das ist jetzt meins und ich mache jetzt einfach, was ich möchte, sondern für mich ist das der Punkt, wo ich sage, okay, ich bin jetzt für eine gewisse Zeit Platzhalterin und es kommt vielleicht auch der Punkt, wo ich irgendwann sage, okay, ich habe das Spiel jetzt für mich an den Punkt gebracht, wo ich sage, ich bin bereit dazu, Aufgaben zu erfüllen, die eben, ja, ich sag mal, nötig sind, um einen großen Clan weiter voranzubringen, als eben nur immer wieder ein kleines Mitglied zu werben oder sowas, sondern halt auch wirklich im Kampf beizustehen, selber etwas beizutragen und so weiter und so fort. Und das war ja auch ein großer Punkt, den ein bis zwei Spieler ein bisschen gestört hat, denn natürlich, also klar, nicht von allen Ressourcen her, das ist ganz klar, aber ich weiß, wie ich an diese Ressourcen komme, das war jetzt auch nicht das Ding, ne? Ich könnte jetzt schon wesentlich höher sein, ich könnte jetzt schon tatsächlich auf Stufe 19, 20 sein, ne? Das ist möglich, aufgrund der Art und Weise, wie ich dieses Spiel angefangen habe, wie ich den Aufbau gestartet habe, habe ich diese Ressourcen dafür, habe die Möglichkeiten, an die Ressourcen zu kommen, das ist nicht das Problem. Aber ich für mich habe das ja etwas anders geplant gehabt und von dem her, das wollte ich nicht auf die Schnelle ändern. Und ja, klar, ich habe das schon gemerkt, gewisse Spiele, ich sage hier keine Namen. Ich denke mal, aufgrund der Chatverläufe, die man in den letzten Tagen hatte oder so, wird der eine oder andere dabei sein, wenn er das hier überhaupt mal hört, und sagen, ja, okay, doch, da war wirklich mal so ein Gespräch, da habe ich mal was gesagt. Und aber auch das an der Stelle, ich möchte nicht, dass du in dem Moment jetzt, wenn du dich angesprochen fühlst, darüber groß nachdenkst. Denn das sind ja immer nur kleine Dinge, die mich in dem Moment dazu bewegen, zu sagen, ich werde hier nicht wirklich alt. Also egal, wie sehr ich diesen Clan liebe, in Anführungsstrichen, wir reden immer noch über ein Spiel. Ne? Also alles, was ich hier sage, Spiel, sowieso spielintern, hat nichts mit der Realität zu tun. Ich nehme dann nichts zu ernst oder sonst irgendwas. Aber spielbezogen eben. Ne? Ich denke mal, wenn man gewisse Zeiten in einem Spiel verbringt oder verbracht hat, dann ist das natürlich schon ein Part von dem Ganzen, ne? Von einer Tagesplanung, wie auch immer, wo man eben schon so ein bisschen ja, hineingewachsen ist, ohne dass das restliche Leben da tatsächlich einen Einfluss oder einen Schaden genommen hat oder sonst irgendwas. Egal. Aber wie gesagt, es war von Anfang an nicht mein Ziel, so schnell wie möglich auf dieses Maximum zu kommen, denn ich koste Spiele ganz gerne aus. Ich ja, versuche immer ganz gerne, das habe ich in WoW auch gemacht und auch da war es halt so, dass ich klar zu Anfangs, wenn ich an die Zeiten zurückdenke, als das Spiel nur rauskam, nicht die stärkste war, nicht die beste war, nicht die größte war, aber dann ab einem ganz gewissen Punkt, wo man halt für sich so einen festen Untergrund geschaffen hatte, dann ganz plötzlich doch in irgendeiner Rangliste aufgetaucht ist und mittlerweile kennt halt in diesem Spiel, selbst wenn ich jetzt 3-4 Wochen gar nicht mehr online war, jeder deinen Namen. Und so ist das halt tatsächlich. Und in diesem Spiel ist es eigentlich ganz ähnlich. Natürlich redet keiner über mich oder so. Ich bin kein Promi. Ne? Das meine ich damit gar nicht, überhaupt nicht. Auch wenn das gerade vielleicht so geklungen hat. Aber es ist halt so, dass ich, bevor ich auch zu dem anderen Clan gegangen bin, GSA, der jetzt umbenannt wurde, ich bin jetzt wieder quasi in diesem Clan, dass ich da schon ja die Kontakte hatte zu den ganzen anderen Clanführern, nicht allen, also Imperium hatte ich tatsächlich gar nicht auf dem Schirm, es sind halt mehr die Fremdsprachen gewesen und wobei VIP war mir von Anfang an nicht ganz so sympathisch, da habe ich tatsächlich nicht den Kontakt hingesucht, aber alle anderen, und das kam halt auch meist durch ganz seltsame Dinge dann halt zustande, indem man dann halt einfach einen Text gelesen hat, das witzig fand und ja, mal was geschrieben hat und dann plötzlich hatte man dann so diesen privaten Chatverlauf und keine Ahnung was, ne, und natürlich, das wissen die meisten halt nicht, habe ich auch nie drüber gesprochen, muss ich auch gar nicht, theoretisch gesehen, weil das sind nur Menschen, also für mich ist das nicht so, dass ich dann denke, oh,
Junge, ich habe jetzt mit Queenie geschrieben, damals schon und was weiß ich, wir haben da schon und ne, also bin ja jetzt was Besseres oder nein, gar nicht, gar nicht. Für mich sind das halt Menschen und ich habe auch damals teilweise nicht mal gewusst oder mich darüber informiert, mit wem ich da rede, denn es sitzt dort einfach nur ein Mensch wie ich, vielleicht vor seinem Handy oder auch vor dem PC oder was auch immer. Und derjenige hat gerade einfach Spaß dran, mit mir zu schreiben. Also ich habe viele Menschen kennengelernt im Laufe der Zeit jetzt hier in diesem Spiel, die tatsächlich meinen Humor haben. Und ich könnte jetzt zum Beispiel zu einem Clan wechseln wie AN1, wo halt einige Menschen sind, mit denen ich auch ein, ja, wie soll man das sagen, ein recht gutes Verhältnis habe. Das allerdings keine Auswirkung auf den Clan selbst hatte, denn das wusste ja keiner. Und oder hier bei, wie hießen die damals? Die sind gar nicht mehr hier drin. Also ich meine jetzt nicht Bro, da hatte ich auch vorher keinen Kontakt hin. Ne? Aber wenn ich gucke, es waren halt auch kleinere Clans dabei oder so weiter. Ne? Die haben sich mittlerweile auch alle umbenannt, einfach weil sie den Namen doof fanden. Ich habe auch schon darüber nachgedacht, meinen Namen zu ändern, weil irgendwie die meisten dann davon ausgehen, dass ich so ein kleiner dicker Brocken bin, obwohl ich eigentlich gerade mal 56 Kilo wiege. Aber gut, dann bin ich ein kleiner Ameisenbär, es ist okay. Aber alles in allem, glaube ich, wäre ich von meiner Art her oder so wahrscheinlich von Anfang an besser in einem anderen Clan aufgehoben gewesen. Also was die Sprachen angeht, habe ich da nie Probleme gehabt. Ich habe da noch nie eine Hürde drin gesehen. Natürlich ist es einfacher, wenn man in seiner Muttersprache kommunizieren kann. Aber alles in allem habe ich auch kein Problem damit, in Englisch zu kommunizieren. Und natürlich kann ich nicht alles und perfekt. Es ist nicht meine Muttersprache. Aber bei den meisten Spielern ist es das auch nicht. Und von dem her ist es völlig Wurst, wenn du mal eine Zeit nicht richtig benutzt, wenn du mal ein Wort nicht richtig nimmst oder sonst irgendwas. Der andere weiß schon, was du meinst. Es ist völlig in Ordnung. Wie gesagt, da gab es nie Probleme. Ich habe so viele Gespräche einfach nur in Englisch geführt. Teilweise versucht, dann sogar in Russisch über den Google Translate, aber es hat echt gar nicht funktioniert, kann ich nur von abraten. Man saß am Ende des Tages eigentlich da und hat sich nur noch lachende Smileys zugeschickt, weil einfach der Inhalt danach, wenn man sich den gegenseitig dann nochmal auf Englisch übersetzt hat, so wirr war, dass man da wirklich gar kein Gespräch draus, also keine Schlussfolgerung draus ziehen konnte. Also alles fein. Aber gut, jetzt habe ich schon wieder sehr viel darüber geredet und ich glaube, für den einen oder anderen ist es ja schon ziemlich auffällig jetzt, warum oder was meine Beweggründe waren. Für mich persönlich in erster Linie zu sagen, ich habe dieses Kapitel für mich jetzt so an diesen Punkt gebracht, wo ich sage, ich kann da auch nicht mehr helfen. Ich habe, denke ich, viele Möglichkeiten ausgeschöpft. Ich bin ein sehr gesprächiger Mensch, was so Spiele angeht. Ich habe da gar keine Berührungs Ängste oder sonst irgendwas gibt es einfach für mich nicht. Für mich sind alle du. Ich spreche einfach jeden an. Für mich ist dort jeder gleich. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, warum ich da mit so vielen Menschen überhaupt in Kontakt treten konnte oder in Kontakt bin. Ich meine, es ist ja nicht so, dass das jetzt alles irgendwie aufhört oder so. Es ist aktuell natürlich weniger, weil das Event und die Leute haben dann auch mehr Zeit intern in ihren Clans oder so. Aber es gibt immer noch Leute, die ganz offensichtlich ganz gerne mit mir reden, wenn auch nicht aus diesem letzten Clan. Denen wird das mittlerweile aufgefallen sein, dass ich nicht mehr da bin. Aber ja gut, gemeldet hat sich da auch keiner. Aber auch das nehme ich überhaupt keinem übel. Ich hatte mir in weißer Voraussicht dessen, dass das hier passieren wird, ja schon eine, ja in Anführungsstrichen, Nachfolgerin, ursprünglich Vertreterin rausgesucht, von der ich halt überzeugt war und auch immer noch bin, dass sie das extrem gut machen wird. Ich meine, natürlich, so, ich sag mal, bestimmte Dinge kommen mit der Zeit, Wortgewandtheit, dies, das, jenes, welches, aber im Großen und Ganzen denke ich schon, also solange du kommunikative Fähigkeiten hast, keine Ängste hast davor, Leute einfach anzusprechen, das läuft schon, das läuft schon. Und ab einer gewissen Größe ist so ein Clan auch selbst laufen. Das heißt, du musst theoretisch gar keine Werbung mehr machen. Du schreibst hin und wieder mal irgendwo einen Satz im Regionalchat, die Leute gucken, wer du bist, die Leute gucken auf deinen Clan, die sehen, da sind nur zwei Plätze frei, die haben das und das Geschenklevel, die haben die und die Kampfkraft und so, da will ich hin, da kann ich was erreichen, da kriege ich auch was zurück, da gehe ich hin, da brauchst du theoretisch auch nicht mehr diesen Posten des Rekrutierers. Ich finde es aber süß, dass der dann trotzdem nochmal besetzt wurde, obwohl er eigentlich unnötig ist. Ja gut, was soll man noch dazu sagen? Also alles in allem, wie gesagt, für mich der Antrieb dessen, dass ich dann halt wirklich letztendlich gesagt habe, okay, ich ziehe das durch, ich gehe, bestand jetzt schon seit ein paar Tagen. Also insgesamt
habe ich jetzt locker schon 2 Wochen drüber nachgedacht. Ich müsste jetzt gucken, ich hatte mich vor einer kleinen Weile mit einem Spieler drüber unterhalten, aus diesem Clan. Nicht so offensichtlich, dass er dem Ganzen schlussfolgern konnte, dass ich darüber nachdenke zu gehen. Denn solche Sachen finde ich dann auch wieder ein bisschen blöd. Der, ja, andere Part hat dann vielleicht das Gefühl, er hat etwas falsch gemacht und müsste sich entschuldigen oder irgendetwas schönreden und kommt dann, also ich würde ihn dann quasi in diese Position bringen, wo derjenige dann halt selber sagt, so, oh, okay, das habe ich auch gemacht, da habe ich auch sowas gesagt und ach nee, jetzt habe ich ihr das Spiel kaputt gemacht oder nee, eigentlich, ach nee, ich wollte das so nicht oder so. Und das möchte ich nicht. Also ich möchte nicht, dass ich an irgendeiner Stelle irgendein Spieler selbst da vielleicht spielmäßig jetzt den Vorwurf macht, dass er an also irgendwo mal einen Satz gebracht hat oder mehrere Sätze gebracht hat oder über Tage hinweg Sätze gebracht hat, die mich dazu gebracht haben, einfach ja, nicht nur zu denken, ich passe nicht dahin, sondern zu wissen, ich passe nicht dahin. Und das Gespräch war da schon an dem Punkt, wo ich gesagt habe, man wird es merken, ich werde mich zurückziehen, ich werde mich nicht mehr verbal so einbringen. Das kam den meisten jetzt erstmal nicht so vor, aber ja gut. Ich denke mal, ich war auch nicht lang genug da drin oder hatte so intensive Gespräche mit den Spielern dort. Die habe ich tatsächlich eher zu Spielern in anderen Clans, witzigerweise, dass die jetzt sagen könnten, okay, da hat sich doch ein bisschen was verändert oder da ist was weggeblieben. Denn zum Ende hin habe ich tatsächlich eigentlich nur noch rumgealbert. Ich habe keine wirklich ernsten Themen mehr angebracht, also wirklich nur noch, ja, stückchenweise oder so. Ich habe alles nur noch ins Lächerliche gezogen zum Ende hin, weil ich für mich gemerkt habe einfach, dass eben, ja, von den Spielern, zu denen ich den Kontakt oder zu denen ich den Kontakt hatte, einfach, ja, dass die mit meinen ernsteren Themen spielbezogen überhaupt nichts anfangen können. Und sobald du aufhörst, Smileys zu schicken in Texten oder so, waren die dann halt nicht verwirrt, aber eben an dem Punkt, wo sie halt auch dachten, okay, die ist jetzt böse oder die ist sauer. Und das wurde dann auch immer öffentlich so gesagt. Die öffentliche Meinung wurde dann in diese Richtung gedrängt. Das war für mich sehr problematisch. Denn bis ich in einem Spiel wirklich sauer werde, das dauert. Also selbst wenn ich dann zum Beispiel mal schreibe, ich bin gerade sauer, weil der greift an oder so, dann sitze ich hier nicht mit hochrotem Kopf oder so, ne? Ich sitze genauso da wie vorher. Ich habe da mein Handy nebenbei an, spiel mein anderes Handy spielt oder sowas, ne? Aber das ist einfach nur so dieses Reaktionsding, ne? Da wird man angegriffen, sagt sich, okay, da muss ich jetzt gleich auch irgendwas tun. Und das ist dann halt der Part, wo man sagt, oh, jetzt bin ich sauer, ne? Ist man nicht wirklich sauer. Das dauert, das dauert. Aber es gab eben schon die ein oder andere Reaktion, an der ich dann halt bei mir selber gemerkt habe, okay, kann ich selber nicht nachvollziehen, warum man mir da jetzt so, ja, keine Ahnung, so einen Stein vor die Füße wirft. Ich habe nichts gesagt oder so, was jetzt eben dahin führt. Aber wie gesagt, das Ganze klingt jetzt tatsächlich so, als würde ich sagen, ich gehe, weil der und der das und das gesagt hat oder die und die das und das gemacht haben. Nein, alles in allem habe ich halt, wie gesagt, klar das Gefühl vermittelt bekommen, man will mich dort nicht haben. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das eben nur dieses Gefühl ist und dass das nicht tatsächlich so ist, weil es immer noch ein, zwei Spieler dort gab, die sich auch mit mir unterhalten haben, auch privater eben. Und wo ich gemerkt habe, okay, doch, doch, hey, die verstehen ganz genau, worauf ich gerade hinaus will. Die haben sogar einen ähnlichen Humor und da muss ich nicht viel erklären. Das war viel unkomplizierter, ungezwungener. Und naja, gut, lange Rede, kurzer Sinn, zum zweiten Mal. Ich habe dann, nachdem ich gemerkt habe, okay, die Struktur an sich passt. Aber um aufzusteigen, um wirklich nochmal diesen Schub zu kriegen als Clan, nochmal weiter vorzudrücken, müssen bestimmte Dinge geändert werden. Es müssen Leute raus. Und das ist halt leider so, die nicht weiterkommen, die auch vom Kampfkraft-Level her, was dann entscheidend ist für die Gesamtkampfkraft, natürlich das Level an sich bietet zwar die Möglichkeit, mehr Kampfkraft aufzubauen, aber in sich ist natürlich erstmal, um den Clan zu pushen, die Kampfkraft selber wichtig. Die müssen, also ja, dass halt eben die Leute da sind, die das nicht aufbringen können und so weiter, die müssen alle raus. Jetzt bin ich aber halt so ein Mensch, ich bin kein sehr emotionaler Mensch, aber
Ich sehe da, wie gesagt, den Menschen hinter dem Spiel sitzen. Ich kenne die Problematik mit Zeit, ich kenne die Problematik, dass viele sagen, okay, ich habe auch nicht das Geld, um jetzt einfach schnell zu pushen oder so. Ich meine, klar, das wäre jetzt in meinem Fall nicht so dramatisch, möchte ich aber auch nicht, ne? Also keine Ahnung, ich ja, sehe da keinen Sinn drin. Ich werde natürlich weiter mal versuchen, meine Panda-Ameise zu bekommen. Aber ansonsten habe ich im Moment nicht das Bedürfnis, mir da irgendwas kaufen zu müssen, was mich jetzt ganz schnell sehr viel höher bringt. Aber so ein Clan, der braucht das eben. Ne? Der braucht Spieler, die an dem Punkt sind, die dann halt sagen, weißt du was, nee, wir haben dieses Ziel, wir möchten jetzt schnell rauf und wir wollen eine Stimme haben, wir wollen etwas an dieser internen Struktur auf dem Server ändern. Da müssen wir auf Platz 1 bis 3, da führt kein Weg dran vorbei und da können die keine Spieler gebrauchen, die eben ewig lang auf einer Stufe rumhängen. Gut, in meinem Fall eine knappe Woche, das geht. Ne? Aber wir haben eben sehr viele Spieler dort gehabt, die eben, ja, ich weiß nicht, ewig lang, also wirklich 2, 3 Wochen absoluten Stillstand hatten, die 200k Kampfkraft hatten auf Stufe 15 oder sowas. Und das ist natürlich spielbezogen überhaupt nichts Schlimmes, aber in einem großen Clan halt schon, das bremst. Denn in dem Moment muss ich dann quasi mit meinen aktuell ja wieder runtergebracht Stufen 1,7 Millionen Kampfkraft, bin ich dann an dem Part, wo ich die ausgleiche, was dann natürlich dazu führt, dass man nicht mehr sagen kann, so, oh, die hat aber viel, sondern ja gut, die zwei zusammen haben den Durchschnitt, ne, weil ja, keine Ahnung, es bringt halt nicht diesen Push, den man sich selber erhofft hat und ja, macht dann halt auch wenig Sinn. Also habe ich irgendwann gesagt, wie wäre es, wenn man da einen Clan gründet extra für diese Spieler und ja, von Anfang an war eigentlich mein Hintergedanke, denn es macht halt auch kein anderer. Das war mir auch vorher klar, dass ich dann darüber wechsle und entweder wieder R4 bin oder vielleicht wirklich den Clan selbst gründe, wenn das nicht in die Puschen gekommen wäre. Also ich wäre wohl auf jeden Fall gegangen, aufgrund der Gründe, die ich vorher schon genannt habe. Aber das, also dass ich dann halt auch damit natürlich mit rübergehe, dass die Leute ein bekanntes Gesicht haben, jemanden, den sie schon kennengelernt haben, bei dem sie halt gemerkt haben, okay, ich habe Fragen, die antwortet mir, die ist höflich, die ist freundlich, die versucht wirklich mir zu helfen und das ist okay für die und so. Ne? Das, ich denke, das ist so ein kleiner Motivationsschub, gerade für die Spieler, die dann eben ja natürlich ausgeschlossen werden würden. Und das ist halt einfach Fakt. Würden sich diese Spieler nicht freiwillig dazu entschließen, zu gehen, würden sie halt rausgeschmissen werden. Sie würden in diesem Spiel nichts mehr hinkriegen. Denn die ganz kleinen Clans werden nicht mehr größer. Nicht, wenn man dich nicht schon vorher kennt. Und so kann man quasi eine Sammelstelle aufbauen für erstmal Imperium, vielleicht in Zukunft sogar eine Sammelstelle für solche Spieler, also für kleine Leute, die nicht wirklich viel Bock haben, Zeit zu investieren, aus anderen Clans, mit denen man sich gut versteht. Und kann dann auch nochmal so ein, ihr kennt das doch, ne, wenn man aus Erzählungen hört, früher hat man eben ja Verbindungen geschaffen, indem man ja die verschiedenen Leute oder Clans miteinander verheiratet hat. Und so ähnlich würde das hier dann auch verlaufen, dass man dann halt gewisse Dinge miteinander verschmelzen lässt, die dann dazu führen, dass dann natürlich extrem starke Bande zustande kommen, weil man dann vielleicht eine Farm von jemand anderem mit drin hat, von einem anderen Clan oder allgemein Spieler drin hat oder was auch immer. Ne? Was auch immer ist auch vollkommen egal. Ich schmiede da tatsächlich gar nicht diese Pläne in sich. Das sind einfach nur kleine Gedanken. Vielleicht komme ich auch irgendwann an den Punkt, wo ich sage, okay, ich kann jetzt weitermachen, ich kann meinen Teil dazu beitragen, ich suche mir jetzt einen großen Clan. Ob das nochmal Imperium wäre, schwierig. Wie gesagt, ich stehe immer noch voll hinter dem Clan. Also die Leute, dies, das Prinzip. Ich finde, es ist eine super Struktur, es ist ein genialer Clanführer, es sind geniale Leute da drin, die ich sehr zu schätzen weiß. Aber das Ding ist einfach, ich denke, wenn man mit einem Kapitel abgeschlossen hat, muss man halt nach vorne gucken. Und ich denke nicht, dass es nochmal Imperium wäre. Ob man die Bindung dann weiter aufrechterhält oder nicht, ist auch immer so eine Sache. Dinge verlaufen sich mit der Zeit, ne? Was nicht heißt, dass man dann sagt, oh, geht da nicht hin oder so. Aber sollte ich irgendwann vielleicht den Clan nochmal wechseln? Und dann halt in einen anderen großen Clan gehen wollen, dann wäre das natürlich dann mein Clan. Und dann würde ich mich dort so einbringen, wie es meine Möglichkeiten eben gerade so hergeben. Und wie gesagt, ich denke für mich nicht, dass es nochmal Imperium wäre. Aber wie gesagt, nicht weil irgendwas ist oder so, sondern einfach, weil ich dort für mich gesehen meinen Part abgeschlossen habe. Ich habe geholfen, dort Leute reinzubringen.
Ich habe, ja, wie gesagt, ja schon damals mal mit Queenie öfter geredet und. Hatte mich ja jetzt dann wieder angesprochen. Ich habe das weitergegeben. Daraufhin konnte sie sich dann mit unserem Clanchef und ja eigentlich mit dem ursprünglichen Diplomaten dann auseinandersetzen. Aber wie auch immer, es hat ja trotzdem funktioniert. Es hat alles hingehauen. Bin ich sehr, sehr froh darüber, denn das ist einer der wenigen Clans, die ich wirklich Bombe finde. Außer natürlich Imperium jetzt natürlich. Ne? Die sind natürlich besser. Aber. Ja, wie auch immer. Zu den anderen Clans habe ich nicht so diesen starken Bezug. Da sind nicht so viele Leute da, mit denen ich mich schon unterhalten habe. Das waren halt eher politische Gespräche, also spielerisch politisch und so weiter und so fort, wo man gesagt hat, hey, hör doch bitte auf. Und keine Ahnung, wo man dann so ein bisschen ins Gespräch gekommen ist und so. Und ja, gut, das hat auch funktioniert. Ich meine, ich bin keine Diplomatin gewesen, aber ich habe halt auch an gewissen Punkten gemerkt, wie schwer es manchen Leuten gefallen ist, einfach ein normales Gespräch zu führen, gerade wenn es um Fremdsprachen geht. Von dem her habe ich dann da auch so ein bisschen immer versucht, so ein bisschen kommunikativ dem Ganzen ja beizuwohnen in gewisser Art und Weise und habe dann halt auch immer gesagt, ja, komm schon. Er ist doch klein und ach, hör doch auf. Und du willst doch jetzt auch nicht, dass der ganze Clan und jetzt stell dir mal vor, welche Ausmaße das annehmen würde und. Also, ja, auch nicht bei jedem natürlich, ne? Aber man muss eben so die verschiedenen Möglichkeiten sehen. Ich glaube, so ein Clan sollte auch nicht nur einen Diplomaten haben, denn je nachdem, wie der aufgestellt ist, worttechnisch, wie biegsam der ist oder so, kann das ganz schnell in so eine Sparte führen, dass man sagt, okay, der kommt halt immer grantig und grummelig rüber oder die ist halt immer viel zu lieb und kann sich nicht durchsetzen. Ich glaube, wenn man zwei Personen dort in solche, auch wenn es öffentlich hier jetzt natürlich nicht diesen Bereich gibt für zwei Personen, aber ich glaube, wenn man zwei Personen dort einsetzen würde, die halt so krass unterschiedlich sind, dann glaube ich, wäre das echt eine super Mischung und man könnte individueller handeln. Und man könnte hingehen und sagen, okay, pass auf, die sind sehr freundlich, die wirken auch nach außen hin sehr freundlich. Da hocke ich jetzt nicht den dran, der von vornherein quasi mit der Keule ja, herumwinkt und eigentlich immer gleich anti eingestellt ist. Und nee, machen wir so nicht. Und ich gehe auch nicht von meinem Standpunkt weg. Ich bin da sehr verbissen. Sondern wo man dann eben sagt, ja, weißt du was, nee, dann schick mir doch den. Der ein bisschen einfühlsamer ist, der eben sprachlich gesehen viele kommunikative Mittel ausnutzen kann, der eben ganz genau weiß, okay, hey, wenn ich bestimmte Sätze bilde, dann wirken die psychologisch auf der und der Ebene und so weiter und so fort, ne? Also insgesamt gesehen sollte man eh immer darauf achten, dass man Leute einsetzt, die über eben bestimmte Sprachmittel verfügen. Das ist nicht jeder, das kann nicht jeder. Viele haben da echt Probleme mit und schweifen dann auch schnell ab und dies und das, ohne dass sie eben im Hinterkopf haben. Ich versuche, den und den Punkt in dem Gespräch zu erreichen, damit ich das und das nochmal anführen kann. Und dann hat man eben dieses Positive im Hintergrund, ne? Das Gespräch, was man vorher hatte, die positiven Gedanken, die man demjenigen suggeriert hat. Ne? Denn alles, was wir tun, ist politisch. Ne? Das ist, muss man einfach so sehen. Ne? Du suggerierst positive Gedanken. Du, ja, keine Ahnung, du presst sie quasi in den Körper des anderen rein während des Gespräches, um dann eben an den Punkt zu kommen, wo du sagst, ja, ach, bevor ich das jetzt vergesse, noch mal ganz, 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 ganz kurz, können wir das noch ganz kurz klären? Das wäre echt cool, wenn wir das jetzt hinter uns lassen können, damit wir da echt, ne, das belastet ja doch ein bisschen. Und der andere wird einlenken, er wird an dem Punkt sagen, ja, komm, hast eigentlich recht, wir haben uns jetzt so gut unterhalten, es gibt ja eigentlich kein Problem, ich kläre das hinten ab, das passiert nicht nochmal, ist in Ordnung, alles fein, das funktioniert, ich habe das die ganze Zeit jetzt gemacht. Gut, nicht bei jedem, wie gesagt, ne, ich habe dabei WIP oder so jetzt auch nicht. Aber das liegt eben auch am Alter und am Verständnis des Gegenübers. Also auch dahingehend kann ich immer nur den Tipp geben, wenn ihr kommuniziert, nutzt sprachliche Mittel, egal auf welcher Sprache, denn das funktioniert auf Englisch genauso gut wie auf Deutsch natürlich, dass du eben einen positiven Hintergrund aufbaust und dahingehend dem anderen dann halt ja, das Gefühl gibst, dass alles in Ordnung ist und dass er tatsächlich einfach sagen kann, hey, ich regel das, das ist überhaupt kein Ding für mich. Ne? Ganz gleich, ob du in dem Moment halt wirklich für dich sagst, ja, ich will das eigentlich gar nicht geklärt haben oder was auch immer noch. Das ist egal, du handelst im Sinne des Clans, von dem her musst du da über deinen Schatten springen können, gerade als Diplomat darfst du halt nicht immer sagen, nee, meine Meinung ist die einzige und ich setze das genauso durch. Das funktioniert nicht. Aber gut, ich schweife immer wieder ab.
ne, ich schweife immer wieder ab, aber ich habe eben das Gefühl, ich muss das erklären für die ein, zwei Leute, die hier vielleicht nochmal reinhören, warum ich jetzt quasi wieder gewechselt bin. Und an dem Punkt muss man sagen, ich bin jetzt offiziell zur Clan-Chefin ernannt worden. Wie gesagt, für mich selber ist das nicht der Punkt, wo ich sage, oh, das ist meins, sondern ich halte diesen Platz warm, bis ich an den Punkt komme, wo ich sage, okay, ich habe auch hier, ne, ich habe keine Ahnung, Spenden so und so hochgebracht, dies, das, ne, oder ich bin jetzt bereit, ich habe mein Nest soweit gebaut, ich hatte die Ruhe, vielen Dank dafür, dass ich diese Ruhe auch nutzen konnte, dass ich den Schutz des anderen Clans nutzen konnte, denn natürlich stehen die immer noch im Bündnis zueinander, dadurch werden wir jetzt hier als Mini-Clan nicht angegriffen oder sollten nicht angegriffen werden, ich werde natürlich trotzdem auf meine Schilde achten, ne, aber irgendwann, wie gesagt, wächst man ja auch aus dem Ganzen raus und will vielleicht dann doch ein bisschen mehr machen. Aber wie gesagt, auch dafür sollte man dann eben dankbar sein, dass man die Chance hat, das eben in einem gewissen Rahmen auch tun zu dürfen. Und ja, wie gesagt, also ich möchte das nochmal ganz kurz zum Ende hin sagen, bevor ich dann zu meinem Nest jetzt komme. Ich bin den Leuten dankbar dafür, dass sie Teil meines, ja, Spielelebens waren. Ich persönlich hatte auch nette Gespräche. Nicht durchgehend natürlich, sonst hätte ich ja letztendlich auch nicht diese Entscheidung für mich getroffen. Aber wie gesagt, ich glaube, alles hat irgendwo einen Sinn. Ne? Also ich bin jetzt nicht der ultra-positive Mensch, jeder, der mich kennt, weiß das. Aber eben in solchen Dingen, gerade spielerisch gesehen, nehme ich das Ganze immer ein bisschen lockerer. Und ja, wie gesagt, man hat halt schon mit der Zeit das Gefühl, dass sich dann immer so kleine Grüppchen bilden. In dem Fall waren es dann halt meistens zwei Spieler, die sich dann zusammengetan haben und immer so ein bisschen draufgedrückt haben auf mir. So, ne, so der eine hat was Negatives gesagt, dann kam von der anderen was Negatives, dann hat der eine wieder was Negatives gesagt. Und dann ist ja auch immer der Punkt der Art des Humors. Wenn ich humorvoll bin, versuche ich, den anderen möglichst primitiv nicht zu belasten. Also klar, natürlich, ich habe auch wie soll man das jetzt nennen? Ich weiß gar nicht, ob das schon in die Sparte Erotik fällt. Ich habe natürlich auch Dinge gepostet, Bilder, GIFs oder wie auch immer, GIFs, keine Ahnung, gepostet oder so, die ein bisschen unter der Gürtellinie waren, aber die eben nicht auf dieser persönlichen Ebene waren. Und auch da hat eben zum Beispiel eine Person immer ganz fix drauf reagiert und ist dann aber auch immer sehr fix, sehr persönlich geworden, was mich dann auch als erwachsenen Menschen immer so ein bisschen, ja, an so einen Punkt bringt, wo ich sage, okay, da kann ich auch nicht so unbedingt mit umgehen. Da sind dann halt Worte gefallen, wo ich mir denke, okay, das, ja, keine Ahnung, ne, macht man noch nicht im Spaß. Aber gut, für denjenigen ist es Humor und ich akzeptiere das so. Ich kann das ein bisschen teilen, aber wie gesagt, alles in allem, ja, ist halt schon von der kleinen Weile gewesen, dass ich gesagt habe, ich denke, die mögen mich nicht und ich passe da nicht so hin. Und so habe ich wenigstens noch einen Sinn. Oder mein Spielleben aktuell hat einen Sinn. Ich kann noch einen Zweck erfüllen. Ich kann Leute, die vielleicht jetzt sagen, ja, ich passe nicht in den großen kleinen rein, ich möchte aber trotzdem weiterspielen. Ich kann die vielleicht ein bisschen leiten, ein bisschen helfen, denn die sind meist noch lange nicht an dem Punkt, an dem ich immerhin schon angekommen bin, auch wenn es nicht der höchste ist. Und ich denke, ich kann da auch noch mal ein bisschen was Positives bewirken, anderen helfen und ja, und dann einfach mal schauen, wie es weitergeht, ne? Nichtsdestotrotz, wie gesagt, nochmals, wenn ihr vorhabt, an diesem Spiel aktiv teilzunehmen, bewerbt euch bei Fist of God, dem aktuellen Clanführer von Imperium. Ich hoffe nicht, dass die Tatsache, dass ich nun gegangen bin, ich habe mich auch nicht verabschiedet. Ich bin wirklich, und das war auch der Plan, das habe ich auch im Clanführer geschrieben, still und heimlich gegangen. Ich habe mich ganz normal im Discord abgemeldet. Gut, ich meine, es war eh jedem egal, ob ich da bin oder nicht. Von dem her war das jetzt auch nicht so der Punkt, ne? Habe dort noch den Beitrag, der offensichtlich auch nochmal ganz stark getriggert hat und extrem ernst aufgefasst wurde, gelöscht, damit auch da nicht irgendwie was Negatives hängen bleibt. Aber ich denke, alles in allem, den Leuten wird das schon aufgefallen sein. Die haben wahrscheinlich dann da erstmal, oh Gott sei Dank ist die weg. Das ist aber, wie gesagt, für mich in Ordnung. Ich möchte dahingehend auch gar nichts Negatives sagen, denn ich kann das nachvollziehen. Man muss sich ja nur in den anderen hineinversetzen und überlegen, was wäre, wenn ich nicht so bin, wenn ich nicht so denke, würde mich das stören? Würde es auch dann nicht, aber ich denke mir, wie gesagt, jeder Mensch ist anders. Manche Menschen, die
sind einfach von ihrem Verständnis da nicht so an diesem Punkt oder eben nicht so strukturiert, dass sie sagen halt, ne, okay, hey, die meint das gar nicht so, die macht einen Spaß, sondern die, ja, keine Ahnung, sehen einfach nur, oh, die triggert mich, das nervt mich, es geht in diesem Spiel nur um mich und keine Ahnung was, das ist, wie gesagt, aber in Ordnung. Und natürlich, auch das kann man jetzt wieder alles negativ ausgelegt werden, wird das mit Sicherheit auch, davon bin ich überzeugt, aber auch das ist, es stört mich nicht, das stört mich halt nicht. Ich bin immer noch sehr glücklich, bin immer noch sehr froh darüber, dieses Spiel für mich entdeckt zu haben und wie gesagt, gewisse Bekanntschaften gemacht zu haben und ja, werde auch weiterhin alles so gut wie es geht auskosten. Ich hatte vorher versprochen gehabt, dem alten Clanführer jetzt eben, dass ich meine Ameise dann bis zum Mittwoch auf 16 bringe, denn dann gibt es Wildtiere und dann kommen wir jetzt auch schon auf dieses Thema. Das Ganze habe ich relativ spät gestartet, weil ursprünglich, ich war mir nicht sicher, ob das mit dem Clanwechsel direkt jetzt schon stattfindet und ich habe es tatsächlich dann noch einfach gemacht, nachdem feststand, ja, wir machen das mit dem Farm-Clan, bin ich auch wirklich, ich habe den angeschrieben, ich habe dann gesagt, pass auf, es merkt keiner, es weiß jetzt gerade auch keiner, aber ich mache den Posten, ich übernehme das ganze Ding, beziehungsweise ursprünglich, ich bin davon ausgegangen, ich bin da einfach nur R4, um eben aktiv da auch ein bisschen helfen zu können, wenn etwas sein sollte, vielleicht auch so ein kleines Belohnungssystem aufzubauen in Form von Rängen, die dann steigen oder eben nicht oder was auch immer, ne? Aber um eben so ein bisschen interagieren zu können mit den Mitgliedern, die dann vielleicht ein bisschen aktiver sind als andere und ja, dass das dann endlich, also letztendlich so endet, hatte ich auch nicht gedacht. Also war auch so ein kleiner Schock. Ich war wirklich ein bisschen geschockt. Aber ich bin auch damit absolut fein und das ist okay für mich. Und ich werde, wie gesagt, gucken, dass das Beste rausgeholt wird. Ne? Das Beste. Gut. Nichtsdestotrotz ist dadurch natürlich der Part jetzt hier so ein bisschen, ja, zu spät losgegangen. Ist aber kein Problem, bevor ich gegangen bin. Ich hatte eine ganze Anzahl von ja, Clan-Münzen sammeln können in dem alten Clan und ich hoffe, die nehmen mir das nicht allzu übel. Aber ich habe dann natürlich noch mal kurz vorher eingekauft und war jetzt nicht übermäßig viel. Ein paar 8-Stunden-Buffs und sowas alles. Ne? Alles andere Schilder und so habe ich da gelassen, damit auch die Member, natürlich kann man das immer wieder nachkaufen. Der Clan ist in der Lage dazu, mehr als das, was man vorher mal gesehen hat, zu einzukaufen. Viel, viel mehr. Aber ich wollte dahingehend auch nicht das System nochmal belasten, des Clans, und habe dann natürlich keine Schilder oder sowas nochmal gekauft. Ich habe noch ein paar. Und wenn ich dann keine mehr habe, ist es so. Ist okay für mich. Habe ich kein Problem mit. In diesem Clan kann man auch Schilder kaufen. Vielleicht bin ich bis dahin an dem Punkt, auch da ein paar Münzen gesammelt zu haben, dass ich auch da notfalls nochmal einkaufen kann. Wird man sehen. Plane ich jetzt alles nicht so, das ist okay. Aber gut, mein Spiel, kommen wir an diesem Punkt zu meinem Spiel, nachdem ich jetzt so ja, schon fast TV-filmmäßig eine Einleitung gebracht habe. Mein Spiel, ne? Also ich werde Stufe 16 erreichen und zwar jetzt gleich mit euch aktiv zusammen. Das war mein Ziel, das war der Plan. Ich werde nicht super viel ausbauen können und auch da werden wir nicht wieder weiter zugucken. Das interessiert keinen. Worauf ich neugierig bin, ist dieser Wildtierkram. Ich habe ein paar Dinge sammeln können schon dafür. Ja, geht natürlich immer auf das Falsche. Ich habe schon ein paar Dinge sammeln können. Wie man sehen kann, ne, hier habe ich schon 20 Eier, ich habe ein bisschen Futter. Wofür das alles ist, werde ich gleich sehen. Ich mache das so wie vorher auch. Ich habe mein Spiel für mich relativ selbstständig herausgefunden. Habe an dem Punkt da auch nie, also bevor ich wundere, die habe ich nicht gekauft oder so. Die kommen immer halt, wenn du diese täglichen 20 Viecher oder so tötest, dann sind die in diesen Extra-Dingern drin. Ne? Aber nichtsdestotrotz, ich möchte halt wissen, wie das mit den Wildtieren ist, wie das funktioniert. Vielleicht habe ich ein bisschen Glück. Ich gehe davon aus, so aus der Logik heraus, ich habe mir das Ganze ja mal immer wieder angeguckt, mir viel durchgelesen, was das Spiel angeht. Und ich gehe davon aus, dass das mit den Wildtieren ähnlich aufgebaut ist wie mit den Ameisen. Es gibt die drei Farben wahrscheinlich, grün, lila und orange, legendär, wie auch immer. Und von dem her denke ich mir auch, dass diese Struktur, diese interne mit dem Aufstufen, dies, das ähnlich ablaufen wird. Das heißt, klar, wenn du am Anfang Pech hast und hast erstmal ein grünes oder lilafarbenes Viech, dann nimmst du natürlich erstmal das, denn auch das pusht dich ein bisschen. Allerdings werde ich nicht wieder den Fehler machen, wie zu Anfang meines Spiels hier, und werde dann halt ein blaues Viech an eine Grenze von irgendwelchen Dingen bringen oder so mit Rohstoffen, die ich vielleicht doch besser in andere Tiere stecken sollte. Ne? Sondern ich werde dahingehend natürlich
einfach nur stumpf dieses Viech weiter benutzen, in Anführungsstrichen. Wenn es dann levelt, ist gut, wenn ich dann nicht, in der Hoffnung, dass ich dann ein höherstufiges Viech bekommen werde. Aber das werde ich dann sehen. Ich denke mal, die meisten haben eh jetzt gerade nicht verstanden, was ich gesagt habe. Das ist auch für mich vollkommen in Ordnung. Ich weiß, was ich gesagt habe und alles ist fein. Okay, wir machen das jetzt einfach und dann gucken wir, was neu gekommen ist, beziehungsweise ich glaube, dann gibt es auch wieder einen neuen Bereich. Da habe ich aber ehrlich gesagt noch nicht geguckt. Ich hatte nicht die Zeit durch die Arbeit. Es ist jetzt gerade Mittwoch früh, es ist 1.05 Uhr, also kurz vor dem Reset, das passt ganz gut, denn die Evolutionen sind am Start und auch da möchte ich dann nachher ganz schnell ganz hoch pushen, damit ich meinen Part für diesen Tag erfüllt kriege, auch wenn das natürlich klar intern nicht an die Punkte kommt, nicht mal ansatzweise kommen wird. Aber insgesamt gesehen tue ich dem Server was Gutes und ich möchte ja auch gewinnen. Also ist alles fein, ich mache das halt dementsprechend dann nicht unbedingt für diesen Clan, sondern für den Server an sich. Und aber ich denke, das ist okay, also mit dem Hintergrund, ne? Von dem her. Wir schauen jetzt einfach mal. Ich werde halt dementsprechend erstmal hier zwei, da sind sie, 8-Stunden-Buffs benutzen. Dann sind wir da schon mal runter und dann nehmen wir das hier und fertig, aus Ende. Und da sind wir Stufe 16, ne? Wir gehen direkt mal runter. Ach, siehst du, da ist es. Da ist es. Das machen wir auch ganz fix. Das ist jetzt nicht die Welt, was das an Rohstoffen kostet. Von dem her, jetzt hat man natürlich das geklickt. Ich hoffe, das triggert nicht noch zusätzlich zu meiner Person, die ja offensichtlich eh schon immer triggert. Aber ja, okay. Alles gut. Jetzt schauen wir ganz kurz, was es hier halt an Möglichkeiten gibt, an Rohstoffen, neuen Dingen. Ich denke mal, vielleicht ist dieses Wildtiergebäude auch hier drin versteckt. Ne? War ja in der Vergangenheit auch so, dass hier bestimmte Dinge versteckt waren an Gebäuden, die man dann halt ausbauen konnte, anbinden konnte ans restliche Nest. Und da werde ich natürlich zusehen, dass ich die auch ganz fix so hoch kriege, wie es mir nur irgendwie möglich ist aktuell, um auch da eben das Maximum rauszuholen, weil ich glaube, das ist eben der kleine Vorteil, den ich habe, durch meine gehorteten Rohstoffe, durch die Art und Weise, wie ich mein Nest gepusht habe, dass ich in der Lage bin, bestimmte Dinge in einem sehr, sehr kurzen Zeitraum, schön nochmal Wasser, naja gut, bestimmte Dinge in einem gewissen Zeitraum doch ein bisschen schneller voranbringen zu können. Nicht alles natürlich auf einmal, das kostet zu viel. Aber eben so einzelne Partitionen. Und gucken wir einfach mal, das bis jetzt war es ja nur Wasser. Ja, dann müssen wir gleich mal da unten reingucken. Vielleicht ist das da drin. Vielleicht habe ich auch eine neue Forschung bekommen, muss da erstmal was machen. Spiele sind da ja immer so ein bisschen anders drin. Ne? Aber okay, wir gucken. Oh, ich bin reich. Dreimal Evolutionsbeschleuniger. Ich freue mich immer über jeden Kram, den ich hier geschenkt kriege. Keine Ahnung warum. Ich finde das immer toll. Na, alles, was ich geschenkt kriege, muss ich nicht kaufen. Das ist wundervoll. Spart wieder. Kann ich mir anderen Krempel kaufen und alles ist fein. Ich hoffe ja immer noch, dass ich die Panda-Ameise in dieser Woche kriege, denn ich habe schon gesehen, dass dieses Event in Anführungsstrichen, wo man sich die kaufen kann, dann auch jetzt zum Ende der Woche hin endet. Ich glaube, wenn ich richtig gesehen habe, auch Samstag früh. Dementsprechend, es fehlen halt noch so viele Teile und ich habe echt nicht so viel Glück. Ich fürchte, ich werde dann warten müssen, bis dieses Event ein andermal kommt. Vielleicht kommt auch noch eine Ameise hier, diese orangene Fadenameise möchte ich auch haben, bei der ich dann sage, oh doch, die will ich auch, okay, dann gebe ich halt wieder viel Geld aus und so. Ich glaube, ich bin jetzt mittlerweile bei 50 Euro bei der Panda-Ameise und habe gerade mal etwas über 100 Teile oder so. Ich glaube 115, 12. Gucke ich jetzt gleich mal nach. Okay, es war nur das Wasser. Dann schauen wir mal, was hier dazu gekommen ist. Wasser natürlich, Honigtau. Auch noch eine Blattlaus, immer gut. Ne? Immer gut. Und da sind sie, die Wildtiere. Lebensraum der Wildtiere. Jetzt schauen wir mal. Ich habe ja, und ich gehe davon aus, dass das ähnlich laufen wird wie... Wahrscheinlich halte ich den Rest dann damit frei. Ja. Und das heißt, ich werde dafür einen neuen Bereich anlegen. Ich habe ja genug Platz geschaffen, wo ich das Ganze dann aufbauen kann. Und ich denke, wenn ich das hier erstmal, da weiter in der Ecke vielleicht, hier habe ich auch immens viel Platz, dann wirkt das Ganze nicht so aus dem Kontext gerissen. Wenn ich dann da anfange, die Wege zu füllen, erstmal hier mit 3 Stück, die kann ich eigentlich höher setzen, ne? So, ich will ja immer so ein bisschen Gang dazwischen haben. Ich will das nicht miteinander verbunden haben, denn das sind ja in sich einzelne Strukturen, die vielleicht miteinander interagieren, aber so im Großen und Ganzen
in sich selbst dann halt so eine Art Aufgabe haben. Wenn ich das jetzt hier hinsetze, dann kann ich, ja doch, oder? Gehe ich da noch mal ein bisschen höher? Hier vielleicht. Doch, ich finde, das sieht gut aus. Da setzen wir den hin. Fürs Erste. Ach, guckt euch das an. Ich bin so unkoordiniert, ne? Doch, das geht. Da ist genug Platz dazwischen. Es tut mir leid, aber mein Kopf sagt halt, ne, da muss Platz sein. Dann kann ich nicht dagegen angehen. So ist das eben mit Menschen wie mir. Spiele mit einem Menschen, der einen Tick hat. So sollte das eigentlich heißen. So, genau, da haben wir schon den Rest. Den bauen wir jetzt direkt da drunter. Wir haben gleich zwei Stück bekommen. Sind das große? Ja. Ach Gott, wieder so viel Platz weg. Egal, die setzen wir jetzt erstmal da drunter. Das wird sich in Zukunft auch wieder verändern. Da bin ich mir ganz sicher. Aber nichtsdestotrotz ist das nicht schlimm. Wir setzen die einfach drunter. Und das sieht optisch dann auch nicht ganz so schlimm aus und wird mich mit Sicherheit auch nicht allzu sehr triggern. Da haben wir schon mal den einen. Und, ach nee, das wollte ich nicht. Und da ist der andere. Den setzen wir jetzt da drunter und dann schauen wir uns das gleich gemeinsam an, ob da jetzt noch was ist. Gott sei Dank habe ich von diesem Honig einfach echt mehr als genug. Ja. Könnt damit einen kleinen Clan versorgen. So, da brauche ich mir echt keine Gedanken machen. Und schauen wir mal. Okay, jetzt haben wir das schon mal erledigt. Gut, ich glaube, oh, da ist noch mehr aufgegangen. Oh, noch mehr Wildtiere, noch mehr Futterzuchtplatz. Ah, okay. Okay. Kann man den so setzen oder müsste er in irgendeinen Bezug rein? Weil normalerweise, ich schau mal. Wenn ich die jetzt nämlich hier ransetze, zum Beispiel hier, und dann, ach, warum habe ich das jetzt weggemacht? Und hier, und dann gucke ich mal ganz kurz, ob das dahin kann oder nicht. Ja, das sieht gut aus, oder? Das sieht gut aus. Gut, ja gut, dann muss ich den Rest natürlich doch nochmal runtersetzen, weil sonst passt das nicht gleichmäßig und dann wird mich das nerven, das weiß ich jetzt schon. Aber nichtsdestotrotz, das ist jetzt schon mal soweit. Und ja, einen kann ich hier noch hinsetzen. Den anderen setze ich jetzt erstmal runter. Umbauen kann ich später noch. Das ist völlig in Ordnung für mich. Ich bin immer so unkoordiniert, wenn es um dieses Klicken geht. Ah, warte mal. Machen wir direkt ein bisschen mehr rein. Ich habe noch ein Schild drauf. Alles fein. Wird eh alles verbaut, von dem her, ich mache da gar keinen Kopf. Und ich kann mir zwar gut denken, dass es den einen oder anderen gibt, der mich auch aus dem alten Clan die Tage angreifen wird, aber auch das ist fein für mich. Das ist eben das Spiel und ja, im schlimmsten Fall gehe ich dann halt ganz weg und dann war es das einfach für mich. Das ist nicht so schlimm, also wie gesagt, ich, ja, keine Ahnung, mache da nicht so ein Drama draus. Ich bin dann einfach komplett weg und das war es dann. Gucken wir mal eben jetzt. Ich sage, ich bin so unkoordiniert, was diese Klickerei hier angeht. Ne? Also daran merkt man, glaube ich, auch, dass ich halt nicht mehr 15, 16 bin und da einfach sage, zack, 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 sondern halt wirklich gefühlt 100 und ein bisschen länger brauche. Gut, das ist dann der Punkt. Jetzt schauen wir mal ganz kurz, ist da noch was? Nee, das war es jetzt an der Stelle. Das heißt, wir gehen jetzt hier drauf und gucken mal. Wir brüten jetzt was aus. Und ich will auch direkt fertig ausbrüten, weil ich neugierig bin. Ich denke mal, dass ich auch da... Oh Gott. Also die Zeit ist schon... Ei vom Wild, ja, habe ich, genau. Die Zeit ist schon nicht übel. Kann man das beschleunigen? Das kann man nicht beschleunigen. Das gefällt mir nicht so gut, ehrlich gesagt. Aber man kann es aufleveln. Und das werden wir wohl jetzt auch tun. Und das Aufleveln können wir beschleunigen. Und... ich denke, das tun wir jetzt auch. Vielleicht, um zu sehen, Ausbildungstempo, ja. Ne? Gut, das fällt jetzt bei der Ausbildung. Ja, das stört mich schon ein bisschen, dass das so ewig lang ist. Aber ich denke, auch da wird was kommen. Züchten. Die Termite. Ah, das ist das Futter. Das muss man auch noch einzeln züchten. Okay, alles fein. Ah, aus Honigtau. Deswegen ist das so teuer dann. Hier ist kein Problem. Machen wir. Machen wir. Ich habe ja auch noch einiges an Futter da. Ich denke, das ist auch okay. Und dann können wir noch etwas ausbrüten. Also eine Spinne wäre schon cool. Aber ich habe mich damit noch gar nicht auseinandergesetzt, was jetzt gut für mich wäre, was nicht.
was tatsächlich ein sehr starkes Wildtier ist oder so. Ich denke, das werde ich merken. Ich habe einige gesehen. Und ja, weiß ich nicht. Also ich möchte jetzt auch nicht so unbedingt diese Standarddinge haben. Oh, schade, hier kann man auch nichts beschleunigen. Ja gut, das kann man dann halt nur durchs Level-Up der Gebäude beeinflussen, offensichtlich. Wildtiere prüfen. Kampf, ein ja gut, habe ich ja nichts drin. Ne? Ah, okay. Okay. Das heißt, wenn ich kaputt mache, kann ich mir die holen. Das ist schon mal cool. Das heißt, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte hier so eine dicke, fette Spinne haben. Die sieht man halt sehr oft hier, ne? Dass man, da könnte man vielleicht sagen, okay, das haben sehr viele. Gut, das heißt also, das System ist nicht, dass ich jetzt tatsächlich ein Wildtier, oder doch, eigentlich ja schon. Ich habe halt die Chance, noch andere Wildtiere auszubrüten, aber ich kann Wildtiere offensichtlich kaputt machen und nicht wie bei der Ameise, also schließe ich jetzt einfach mal aus der Logik heraus, nicht wie bei der Ameise bekomme ich dann diese Hülle, die ich zu diesen mutierten, wie heißt die, mutierten Sporen umwandeln kann, sondern bekomme hier diese Miniaturkäferstücke, vielleicht sind das so Teile, und wenn ich eine gewisse Menge davon habe, kann ich mir dann eben ein neues Tier holen. Schließe ich jetzt erstmal draus, muss nicht so sein. Kann man das irgendwo sehen? Nee, ach so, die heißen ja auch Hüllen, aber die sehen eben so aus. Ja, denke ich mal schon, dass ich da nicht ganz so falsch liege. Simpel, einfach simples System, leicht und selbsterklärend. Ich habe neue Sprüche freigeschaltet, dann gucken wir da auch direkt nochmal rein. Schauen wir mal, ne? Jetzt hat man bestimmt hier an meiner Seite das Rädchen, jetzt wieder das Klicken. Gucken, ja, das geht halt mit Klicken sehr viel besser. Und, ah, okay, kriege ich auch nochmal ein bisschen Futter, wie süß, 5 Stück. Und natürlich noch mehr Fleisch, also ist ja nicht so, dass man jetzt, man kriegt das halt auch echt nicht mehr weg. So, dann gucken wir hier nochmal. Oh, die ist ja hübsch, ne? Also vom Aussehen her sieht die ja wirklich hübsch aus. Von der Art und Weise her ist natürlich nicht so besonders stark, ne? Es ist lila. Dementsprechend fehlen dann auch Kampfoptionen, die man freischalten kann und so weiter. Also, aber von der Optik her gesehen ist die echt hübsch. Och, finde ich auf jeden Fall. Haben die gut gemacht. Oh, 1K, 5K. Okay. Das war's. Dann habe ich die auch erledigt. Aktion der Ameisenkolonie. Oho, das ist durch die ganzen Beschleuniger jetzt. Ne? Das ist natürlich auch immer das Schöne, wenn man sowas macht. Dann hat man da ein bisschen mehr. Und ja, wie gesagt, ich will das jetzt hier nicht so übelst in die Länge ziehen. Was haben wir hier? Bla, freischalten, Qualität. Ja, das, wie gesagt. Ach, nicht grün, lila und so, sondern blau, lila und orange. Die Qualität kann nicht aufgewertet werden. Ja gut, das ist bei den Ameisen kann ich das doch aber auch nicht. Oder ich kann aus einer grünen keine, egal. Entwicklung und Kampf. Ja, ich denke, man sollte halt auf jeden Fall beide Sorten haben oder einen Zug damit, einen Zug damit. Denn im Endeffekt will man ja am Ende alle drei Züge extrem stark haben. Und ich glaube, man sollte dann halt auch, ja, am besten, glaube ich, für die jeweiligen Situationen 3 Kampf- und 3 Entwicklungsviecher haben. Aber gut, da bin ich ja noch gar nicht. Putte gerade 2 Eier aus, ne? Also nicht real, aber in dem Spiel. Schauen wir uns das Ganze an. Das ist auf jeden Fall, ja, finde ich ganz cool gemacht. Dann nehmen wir das hier auch noch eben mit. Und noch ein paar Eier, wundervoll, noch ein paar Eier. So, da müssen wir jetzt mal schauen. Theoretisch gesehen, ich habe noch ein paar Eier, also von Ameisen gebunkert, so ein paar Stück, wie man sehen kann, auch hier so ein bisschen, weil ja dann, ich glaube jetzt Donnerstag, ist das nochmal die. Das Event mit den Spezialameisen stattfindet und dann kann ich eben alles schnell reinhauen und ganz schnell erst hochpushen. Hier nochmal 7. Wenn ich jetzt gucke, wenn ich jetzt ausbrüten würde bei den Orangenen, dann müsste ich aber immer noch 20. Bis Donnerstag wären das dann aber nochmal 2 weniger, weil gleich kommt ja nochmal ein Reset. Da kriege ich nochmal eine gratis Ameise oder ein Ei. Gratis Ei muss ja nicht eine Ameise sein und so weiter. Das heißt, ich wäre dann bei 18, kriege ich, ja, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass ich noch eine Orangene kriege. Nichtsdestotrotz bin ich an diesem Punkt eben an dieser Stelle, wo man das sehen kann. Ich habe meine Spezialameise halt, das habe ich ja freigeschaltet, aber auch nicht aufgestuft. Ich könnte da jetzt bestimmt ein bisschen was machen, so 3, 4, 5 Stufen. Wie gesagt, warte ich aber mit bis Donnerstag. Ich denke, das wird halt auf jeden Fall bis auf Weiteres erstmal diese Bomberarmee bleiben, mit der ich dann immer wieder ein bisschen herumteste, was geht, was nicht. Und ja, nichtsdestotrotz, also das ist immer noch das Ding. Die möchte ich gerne auf jeden Fall Donnerstag auf 40 haben, um halt nochmal zu schauen. Ich weiß gar nicht, war das hier.
war gar nicht noch. Nee, ich war 45, ich weiß nicht, war bei irgendeiner Ameise, stand, glaube ich, vielleicht auch bei den blauen oder lilanen, keine Ahnung. Auf jeden Fall, nun denke ich mir schon, das ist ganz sinnvoll und wichtig bei den Fragmenten. Ja, gut, es fehlen halt 82 Stück. Vielleicht habe ich noch mal ein bisschen Glück. Aber so wie es die letzten Tage lief, glaube ich eher nicht so, ne, dass ich das auch wirklich diese Woche fertig kriege. Obwohl ich jetzt wahrscheinlich noch so viermal, glaube ich, die Chance habe, mir das zu holen. Ich muss gerade mal gucken hier. 5 Tage, ja, gucken wir. Ich gucke eben nach. 5 Tage, das wären jetzt hier Donnerstag. Naja gut, 5 Tage wären allerdings bis Montag nochmal. Aber gut, es ist wie gesagt nicht so schlimm. Irgendwie kriege ich das schon hin, das wird wiederkommen. Die Ameise ist ja fest in dem Spiel integriert und es haben auch Spieler die Ameise, die vorher schon gespielt haben. Also ja, ich werde schon irgendwie eine Möglichkeit finden, an diese Teile ranzukommen, an die restlichen. Ich hoffe nicht, dass das dann so ein 500-Euro-Paket ist, ne? Weil das will ich, keine Ahnung, ich, ja, ist auch egal. Ach, jetzt habe ich hier nochmal was freigeschaltet, wo ich hier was kaufen könnte. Okay, ja gut, damit kenne ich mich nicht aus. Von dem Teufel werde ich tun und da irgendwie 100 Euro für ausgeben. Hier gibt es was Kleines für 1 Euro. Nee, ich will auch dahingehend keine Werbung machen. Das muss nicht sein. Du kriegst das auch ohne den Kauf hin. Also an der Stelle bin ich einfach noch nicht, dass ich sage, ich will das jetzt alles schnell fertig haben. Ich kaufe das. Gut, was ich jetzt tun werde, ist halt natürlich weiter aufstufen, denn mein Ziel ist es halt auf Stufe 16 dann insgesamt 3 Millionen Punkte zu kriegen, Kampfkraft zu kriegen, bevor ich die 17 weiternehme. Und natürlich dann auch intern die Armeen, die Wildtiere und alles Mögliche für mich nochmal neu zu entdecken, um zu strukturieren, aufzubauen, aufzuwerten, weiterzubringen. Keine Ahnung, vielleicht habe ich auch Glück und kriege irgendwas ganz Tolles auf Orange und direkt ganz oben und stärkstes Tier auf dem ganzen Server und dann nutze ich alle weg, die mir in den Weg kommen. Glaube ich nicht, aber wer weiß das schon. Und von dem her, also wird das nächste Video ein bisschen dauern, denn ich denke, dass vorher nicht der Bedarf dran besteht. Ich denke, ich habe in anderen Videos viel erklären können. Hier kann ich halt nicht allzu viel erklären, weil ich das selber noch nicht für mich so weit gesehen habe. Aber ich denke, dass ich da in ein paar Tagen ein bisschen mehr drüber weiß. Für mich alleine schon aus dem Herumprobieren. Ich bin ein sehr logischer Mensch und solche Spiele sind immer sehr logisch aufgebaut. Ich bin da wirklich positiv eingestimmt, dass ich das hinkriege und von dem her. Und es reicht ja auch. Ne? Wir sind jetzt schon wieder bei 1 Stunde. Das wird sich keiner antun, keiner zuhören, keiner anschauen. Ich hoffe, ihr konntet gut schlafen die letzte Stunde und ich wünsche euch auf jeden Fall bis zum nächsten Video auf jeden Fall schon mal eine super schöne Zeit. Wenn ihr Fragen habt oder sonst irgendwas, meldet euch, schreibt unter das Video und ansonsten, ja, spielt dieses Spiel, seid aktiv, haut rein, bewerbt euch bei Imperium, nicht bei Imperium, also Little Imperium 1, sondern bei Imperium. Macht den Clan stärker, baut ihn auf, bringt ihn auf Platz 1, dann kann man was verändern, vorher nicht. Und ich hoffe, dass dieses interne Denken von dem Clan-Chef und eben auch ein paar anderen genauso bleibt, wie es gerade ist und dass das dann nicht sich irgendwie verändert, nur weil man einen gewissen Rang erreicht hat. Und ja, ich weiß nicht, ne? Also ich finde, VIP haben auf diesem Server sehr viel Mist gebaut, sehr viele Dinge ausgenutzt aufgrund ihrer Position und ich kann es mir nicht vorstellen, dass das bei Imperium so passiert, aber ich hoffe auch einfach nicht, dass ich mich da täusche. Ich kann es mir nicht vorstellen, ne? Unser Clan-Chef ist toll und ja, keine Ahnung, ist auch egal, genug Werbung gemacht. Ich wünsche euch einen tollen Tag, eine tolle Woche erstmal, denn ich denke, so lange wird es auf jeden Fall dauern, bis ich mich da großartig wieder einbringen kann und ja, passt auf euch auf, schützt euch und ja, seid nett zueinander. Bis dann! Ja.